Ich habe hier auf diesen Knopf gedrückt und dann... So lahm fand ich die jetzt gar nicht. Nein, die war auch wirklich nicht lahm. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Chaos auf Deponia, dem zweiten Teil der Deponia-Trilogie von Daedalic, dem Nachfolger von Deponia und damit den Nachfolgern der Adventures von Daedalic. Das Spiel ist heute angekommen. Ich hab's. Es ist offiziell seit Freitag, Donnerstag draußen. Dem Spiel liegen bei das Handbuch ein Soundtrack, was ich persönlich total toll finde, mit den genialen Liedern. Es sind 22 Tracks. Und einem Deponia-Poster sowie einem Im Bann des Zaroth-Posters. So viel zur Verpackung. Und dann würde ich sagen, starten wir auch mit Chaos auf Deponia und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken und mit Rätseln natürlich. Sie kamen aus dem Nichts. Mit ihren Kreuzern, Plasmawaffen und mechanischen Bärten. Organons. Sie drangen mit Gewalt in unser Dorf ein und hinterließen nichts als Trümmer und Tränen. Sie waren auf der Suche nach Gol, einer Elysianerin, dem Mädchen, das vom Himmel gefallen war. Und nur einer war bereit, sie zu retten. Er weckte sie auf, kontaktierte ihren Verlobten und brachte sie zur unteren Aufstiegsstation, nur um dort die schockierende Wahrheit zu lernen. Cletus, Golds Verlobter, handelte nicht aus Liebe. Er hatte eine Vereinbarung mit Ulysses, dem geheimnisvollen Führer des Organon, und Argus, seiner rechten Hand. Sie brauchten die Aufstiegscodes, verborgen in Golds Gehirnimplantat, und sie wollten ihre Erinnerung löschen, damit kein Elysianer jemals erführe, dass unsere Welt bewohnt ist. Denn so unvorstellbar grausam war ihr Ziel. Die Sprengung unserer Welt. Aber sie hatten die Rechnung ohne den einen gemacht. Er vertauschte die Datasetten und gab Gol die Erinnerung zurück, damit sie die Wahrheit nach Elysium tragen konnte. Der Name dieses einen Mannes, dieses selbstlosen Helden, war Rufus. War das etwa die komplette Geschichte? Der erste Teil. Ich glaube, es wird eine Trilogie. Klingt irgendwie unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich lässig, ja. Aber wenn das wirklich alles so passiert ist, müsste ich dann nicht mit Cletus auf dem Weg nach Elysium sein? Also was machst du hier? Wo ist Cletus? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Und ebenfalls nicht ganz unwichtig, warum steckt ein brennendes Sägeblatt in der Bordwand? Ach so, auch das. Dazu wollte ich gerade kommen. Also, pass auf. Du kleine Mimose, machst dir in die Hose wegen Schimmel im Kühlfach, das kenn ich ja schon. Doch Koffer zu packen, nur weil alte Socken im Lampenschirm gegen grenzt, fast schon an Hohn. Hat dich, was ich dir erzählt hab, noch nicht ruhig gestellt. Wächst dir den Meter dick Gras auf den Ohren. Mann, es ging um Deponia, selbst auf Opferung und Plan. Willst du mich heule hier nochmal von vorn? Und sah noch einmal von vorn. Ja.
Müll. Müll. Noch mehr Müll. Schön, nicht wahr? Herrlich, genau. Kaum vorstellbar, dass ich hier jemals weg wollte. Ah, Rufus. Das ist der Bursche, von dem ich dir erzählt habe. Der da? Nach deiner Erzählung hatte ich mir einen smarten jungen Mann vorgestellt. Keinen dreckigen Strauchdieb. Unterschätze ihn nicht. Als ich ihn kennenlernte, ja, da war Rufus noch ein, wie soll ich sagen? Sag es ruhig. Ich war ein selbstverliebter Chaot. Aber ich habe mich gebessert. Genau. Im Augenblick hilft er zum Beispiel Captain Bozo dabei, den Kutter fit zu machen. Richtig. Ich wollte dich ja fragen, ob ich mir deinen Hammer ausleihen darf. Kein Problem. Nimm ihn dir aus meinem Werkzeugkasten da drüben. Danke, Doc. Du bist der Beste. Ich weiß nicht so recht. Irgendwas scheint mir mit dem Jungen nicht zu stimmen. Aber Oma Utz, wovon redest du denn da? Ja, und da sind wir auch bei unserer ersten Tätigkeit hier mit Rufus. Und wir sind uns den Hammer holen. Gucken wir erstmal, was da gibt. Der Vogel ist ja total putzig. Ah, da ist auch der Werkzeugkasten. Aufmachen, Rufus. Ja, Stromumkehrer. Hast du dir keine Sorgen, dass er etwas klauen könnte? Was, Rufus? Rufus klaut nie. Ich vertraue ihm vollkommen. Oh Gott. Wenn das mal nicht die falscheste... Hattest du nicht erzählt, dass er an ausgeprägter Selbstüberschätzung leidet? Oh. Die Zeiten sind vorbei. Rufus hat viel dazugelernt. Er ist viel vorsichtiger als früher. Na, schnell, nimm das Ding da weg, der arme Vogel. Rufus. Auf mich wirkt dann Rufus wie ein brutaler Schläger. Rufus und brutal? Niemals. Oh. Scheiße, ich hab's noch schlimmer gemacht. Oh Gott. Ja, scheiße. Ich sage nur... Das war jetzt falsch. ...kam er sehr ungeschickt vor. Ja, das wusste ich. Deine Angst ist vollkommen unbegründet. Seit seinem letzten Abenteuer ist Rufus sehr vorsichtig geworden. Der arme Vogel, jetzt ist er in der Toilette. Naja, gut. Ach, runterspülen kann ich ihn da nicht, oder was? Doch. Und wenn er aufs Klo muss, dann soll er das bei euch auf dem Kutter machen. Ja doch, Oma. Ich hab nämlich kaum noch Wasser. Er holt doch nur einen Hammer. Weil es so schön ist. Okay. Hat er sich denn überhaupt die Hände gewaschen? Natürlich hat er das. Rufus ist sehr rein. Ja, ja. Das ist gut. Ja, das ist... Ich habe nämlich nur begrenzte Wasservorräte. Ich weiß. Wir drücken mal überall drauf, das ist wie so im Museum. Oh, hallo. Ah, da ist der Hammer, lol. Ich hoffe, dass er nicht meine ganze Wohnung auf den Kopf stellt. Nein. Er holt doch nur den Hammer. Wie viel Schaden kann er dabei schon anrichten? Es brennt. Kann sich ein Mensch wirklich so ändern? Es ist ganz einfach. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Und Rufus hat sich mehr als einmal die Finger verbrannt. Hm. Er hat dazugelernt. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ha! Lustig! Das... Vielleicht kann ich einfach gehen. Ha. Darf ich euch kurz unterbrechen? Natürlich. Hast du den Hammer gefunden? Ja. Naja, nicht direkt. Er ist in meinem Werkzeugkasten. Du kannst ihn gerne nehmen. Solange du mir versprichst, kein Chaos anzurichten. Ich doch nicht. Mittlerweile sollte es ja dann doch recht warm werden hier drin. Vielleicht könnte ich ja mit der Tischdecke das Feuer ausdecken. Sprichst du mir, dass er nicht versuchen wird, mich mit stumpfen Gegenständen K.O. zu schlagen, um meine Sachen zu stehlen? Rufus doch nicht. Als ich ihn traf, war er vielleicht etwas rüde und manchmal sogar respektlos. Aber im Herzen ist er ein sehr feiner Bursche.
Kann ich das nicht einfach damit? Ich würde das gerne da irgendwie das Feuer damit ersticken. Er ist also vorsichtiger als früher? Ja, er hat endlich angefangen, aus seinen Fehlern zu lernen. Ja, das hat Rufus. Also wir, Rufus und ich. Versprichst du mir? Achso, da kommt dasselbe. Rufus, als ich ihn aber im Herbst... Ja, kann ich jetzt nicht das damit irgendwie... Ja, tja, Spielknopf, Knopf. Ich frage mal die Oma Utz. Darf ich euch kurz unterbrechen? Natürlich. Hast du den Hammer gefunden? Achso. Naja, nicht... So, was gibt's denn da noch? Noch kann ich da hier nichts mehr machen. Wenn ich den Spülhebel da... Oh, ich könnte den doch verstopfen, oder? Nee. Ach, das geht gar nicht. Kann ich da nicht reinlegen? Und du bist sicher, dass er... Auf mich wirkte er so, als wäre er zu dumm zum Knöpfe drücken. Nein. Das täuscht. Rufus ist ein Bastler, wie ich. Ja. Er kennt sich blendend mit jeder Art von Maschine aus. Die Küche versucht, also da wird der Feuer breitet sich gar nicht weiter aus. Finde ich gut irgendwie. Stromumkehrer könnte ich doch da reinpacken. Wenn das alles stimmt, dann muss er sich ja um 180 Grad gewandelt haben. Ja. So ist es ja auch. Als hätte man bei ihm einen Stromumkehrer eingebaut. Ja. Und wenn ich jetzt die Spülung betätige? Auf keinen Fall. Soll er Opfipieps so viel zu trinken geben? Na, wenn das deine einzige Sorge ist. Von sowas kann ein kleiner Vogel eingehen. Ah, der arme Vogel. Rufus wird schon nicht aus Versehen deinen Vogel ertränken. Nein. Ich muss das schnell hier abziehen. Ja, genau. Er würde doch fragen, bevor er sich an meinem Wasservorrat bedient, oder? Sicher. Oh. Auf jeden Fall. Hallo. Gut. Ich muss damit noch bis zum Monatsende auskommen. Und jetzt kann ich aber die Decke da reintauchen. Du hast mich fast überzeugt. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Wehe, er verstopft mir den Müllzerkleinerer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfangen sich Sachen darin. Ach, Oma, du hast vielleicht Sorgen. Ja, dann muss ich jetzt wohl... Ja, dann los. Solange du mir versprichst, dass er vorsichtig ist, ist alles gut. Ach, Rufus. Hauptsache, meinem Opfipieps passiert nichts. Nein, Opfipieps, wenn man seinen Vogel schon so nennt. Versprochen. Oh. Tja, da muss ich wohl das Handtuch werfen. Ja. Dein Rufus scheint sich wirklich gebessert zu haben. Wo ist denn jetzt Opfipieps? Kann, also ist der jetzt... Oh. Na holla! Da ist ja das gute Stück. Du solltest doch das Hast Feuer du ihn ausmachen. Endlich gefunden. Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Ja. Ich hoffe, du hast kein Chaos angerichtet. Nein. Niemals. Aber genug geplaudert. Boso wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Ha, genau. 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 Deswegen machen wir ganz langsam und... Tja, der arme Vogel ist tot. Dieses Schicksal... Was riecht hier eigentlich so seltsam? Der Vogel, der tote, verbrannte Vogel, geschnetzelt. Rufus, hast du komplett den Verstand verloren? Was hat er du vor? Hättest beinahe Oma Utz Hütte in Brand gesteckt. Alles im Dienste der guten Sache. Dein Selbstmord? Meine Reise nach Elysium. Aber Rufus, das hatten wir doch schon. Ich dachte, du seist endlich vernünftig geworden. Geworden? Geblieben. Und genau darum wird mein Plan diesmal aufgehen. Und was soll das bitte für ein Plan sein? Wonach sieht es denn aus? Nach dem Versuch eines Wahnsinnigen, das Prinzip von Aktio und Reaktio zu widerlegen. Na dran! Ach du große Grütze. Sobald ich auf diesen Blasebalg trete, wird der Korken nacheinander die drei Zielscheiben treffen.
was infolge einer spektakulären Kettenreaktion die Raketen zünden und das Halteseil kappen wird. Ich habe alles berechnet. Schau einfach zu und lerne. Und halt dich von dem Fallbeil fern, wenn du deine Finger behalten willst. Okay, ich wette, es funktioniert. Diesmal, bei sowas hat Rufus bestimmt ein Händchen dafür. Schau gut hin, Rufus, oder er nein. Schießt den Doc einfach ins Auge damit. Oder sich selber. Yeah, ich wusste es doch. Oh oh. Doc, oh oh, Doc, das ist kein guter Platz für ein Nickerchen. Der Bunsenbrenner könnte jeden Augenblick das Wasser in der Vase zerkochen. Und wenn die Waagschale nach oben geht, löst sie die Guillotine aus. Die Zündschnur brennt auch schon. Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist. Doc retten oder nach Elysium? Doc retten oder nach Elysium? Verdammt, was mache ich nur, was mache ich nur, was mache ich nur? Ach, ich muss machen? Ja, Doc retten. Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist. Ach so, ich muss was machen. Na dann los. Los, Rufus, tu da was. Und hepp. Jawohl. Zirkusreif wie immer. Wie immer, jedes Mal. Dann kappe das. Kannst du das kappen? Nein, das Elysium. Was kannst du denn kappen? Sehr clever. Ich löse das Problem einfach im Ausschlussverfahren. Ja. Doc wird stolz auf mich sein. Halt's Maul. Wenn er nicht in den nächsten Sekunden geköpft wird. Sehr clever. Ich löse Doc wird sei ruhig. Wenn er nicht in den nächsten. Ich kann doch nichts anders. Dann. Vielleicht kann ich ein bisschen Schwarzpulver daraus kratzen. Das sollte die Flugeigenschaften des Sägeblatts ja nicht weiter beeinträchtigen, oder? Doch. Das kitzelt. Ja, und jetzt? Tritt drauf. Mit dem richtigen Schwung könnte ich das Schwarzpulver in den Lufteinzug des Blasebalgs katapultieren. Easy und vollkommen realistisch. Ja, und drauf. Wenn das Schwarzpulver die Flamme erreicht, könnte sie das Gas entzünden. Und dann gibt's bestimmt eine interessante Kettenreaktion, deren Ausgang sich schwer vorhersehen lässt. Ja, das stimmt. Worauf warte ich noch? Na los. Es hat geklappt! Ich habe Doc gerettet! Yay! Oh oh, ich glaube, es geht los. So war das dann wohl also. Rufus? Rufus? Was denn? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wie kommst du hierher? Ich verstehe es nicht. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Die ganze Geschichte ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Und da wir hier von Rufus sprechen, hauptsächlich erstunken. Cletus? Natürlich Cletus. Warum so überrascht? Ich bin nicht derjenige, der hier uneingeladen hereingeplatzt ist. Ich bin hier, um meinen Planeten zu retten. Gut gemacht, Dämlack. Goal und ich waren uns einig. Es stimmt, dass ich dem Ältestenrat die Existenz der Deponianer verheimlichen wollte, damit Deponia gesprengt werden kann. Aber Goal hat mich überzeugt, die Wahrheit zu sagen. Wir waren kurz davor, Deponia zu retten. Das Notboot sollte uns nach Elysium bringen. Nun ist es fast zerstört. Wir werden es nicht nach Elysium schaffen. Und der Ältestenrat wird niemals von den Deponianern erfahren. Bravo, Rufus. Das war hochbegabt. Hör nicht auf ihn, Goal. Der lügt wie gedruckt. Ich weiß nicht. Seine Version klingt irgendwie plausibel. Er hat dich schon einmal angelogen. Die Goal, die ich kenne, hätte ihm das niemals durchgehen lassen. Du kennst eben nur einen Teil von Goal. Die idealistische, naive Goal. Ich kenne vor allem die kämpferische Goal, die für ihre Überzeugung einsteht. Es gibt aber noch einen dritten Teil. Und dieser Teil ist auf meiner Seite. Nicht wahr, Goal? Es gibt keinen dritten Teil.
Sag es ihm, Goal. Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Natürlich nicht. Bei der brillanten Aktion dieses Flohsacks wurde dein Hirnimplantat beschädigt, was ja langsam zur lieben Gewohnheit wird. Ich bring das wieder in Ordnung. Jetzt kapier es doch endlich. Du wirst hier nicht gebraucht. Wenn du Goal wirklich helfen willst, dann spring ab. Wir sind direkt über dem Meer. Mit etwas Glück überlebst du den Sturz sogar. Nein. Nein, das ist nicht richtig. Na komm. Tu das, was für Goal das Beste ist. Ja, was soll ich jetzt machen? Aha, da kann ich Cletus da ejecten. Ich bin das Beste für Goal. Nein, halt! Warum passiert denn da gar nichts? Kann es sein, dass... Oh. Oh. Nein! Goal! Du Idiot! Nein. Goal! Nein! Du verdammter Idiot! Cletus, hilf mir! Warte! Geh nicht weg! Ich hol dich! Irgendwie! Siehst du es jetzt? Siehst du, was du für einen Schaden anrichtest? Cletus! Keine Panik, ich mach das. Warum tue ich der Welt eigentlich nicht den Gefallen, dich umzubringen? Ich komme, Goal. Halte durch. Hey, wo willst du hin? Ich hab dich gleich. Pass auf, das Seil kann jeden Moment reißen. Ah, da bist du. Denkst du etwa, du kannst hier einfach abhauen? Sag tschüss, Rufus. Cletus, nein! Cletus! Oh. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er es tatsächlich getan hat. Mach dir mal keine Sorgen. Er ist wie ein Wombat. Er fällt oft, aber er landet immer wieder auf allen, anderen. Ich weiß. Was ist das für ein Geräusch? Was zum... Das war Goal. Red kein Unsinn. Wenn das Goal war, dann käme am Ende ja noch... Rufus. Rufus. Ich hätte so gelacht, Aua, wenn er nicht ins Wasser gefallen wäre. Oh, der Organon. Es ist alles bereit für die Sprengung, Herr Amtmann. Zur Kenntnis genommen, Sprengwart. Ist noch was? Gibt es keine neuen Anordnungen? Wir könnten jetzt die Zündsequenz einstellen. Ihr Eifer in allen Ehren, aber das hier ist nicht das Gründonnerstagsmanöver. Es geht darum, das gesamte Gebiet um das rostrote Meer zu vernichten, Herrgott. Noch vor der eigentlichen Planetensprengung. Ich verstehe, Herr Amtmann. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß selbst, was hier auf dem Spiel steht. Denken Sie etwa, ich wäre mir der Tragweite nicht bewusst? Es stimmt. Inspektor Cletus hat Elysium noch nicht erreicht. Wir können nur raten, was ihn aufgehalten hat. Aber solange noch immer Hoffnung besteht, dass er seinen Auftrag erfüllt, besteht kein Grund zur Sorge. Und solange möchte ich auch nichts von irgendwelchen Zündsequenzen hören. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Amtmann. Cletus wird es schaffen. Er wird den Ältestenrat davon überzeugen, dass es kein Leben auf Deponia gibt. Und wenn nicht, werden wir eben dafür sorgen, dass der Planet unbewohnt ist. Weggetreten. Ich habe zu viele eigene Sorgen, um mich auch noch mit Ihren moralischen Zweifeln auseinanderzusetzen. Also raus! Raus, habe ich gesagt! Ja, Sir. Wo zum Kehricht steckt dieser Cletus? Oh, da kommt er. Hm.
Nur die besten Legenden starten mit brennenden, durchtrunkenen Notbootwänden. Was in der Tat Goals Implantat fast zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war für das bevorstehende, wenn mal ehrlich, das Ende des ersten Teils hatte eh niemandem gefallen. Und so gibt's als Konsequenz letzten Endes noch eine weitere Chance auf Happy Ends. So richtig mit Dancen und Saufen und allem. Russa mit Saufen und allem. Geil, Saufen und allem. Cool. Autschi, ich glaube, ich muss meinen Chiropraktiker feuern, ja. Doc. Oh, wir haben angelegt. Aber wo sind die denn alle? Ah, ein Zettel von Bozo, dem alten Piraten. Guten Morgen, Schlafmütze. Doc hat Goal in seine Praxis gebracht. Endlich denkt mal einer mit. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Blut aus den Ohren. Auf Krankenhäuser. Wenn du mich suchst, ich bin in der Spelunke. Spelunke? Das klingt nicht übel. Ah, da steht noch was. Vergiss nicht, bei Doc vorbeizuschauen. Er braucht deine Hilfe. Warum kommt nie jemand ohne mich aus? Tja, Rufus, weil du für die meisten Schlamassel immer verantwortlich bist. Aber dann würde ich sagen, schauen wir erstmal bei Goal vorbei. Nee, Goal, doch, Goal ist beim Doc. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee.